Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin. Das neue Format hat angefangen, wir sind jetzt 2 Tage drin nach der aktuellen Bandlist, die gilt jetzt. Ich gucke mir mit euch mal an, welche Handtrips ihr aktuell da spielen könnt und welche so die besten sind, die funktionieren oder wogegen die ganz gut funktionieren, und wir machen so ein kleines Ranking, wie ich es ganz gerne mal mache. Was an dem Format aktuell ziemlich cool und ziemlich erschreckend ist, dass ihr sehr, sehr viele Handtraps spielen könnt mit verschiedenen Applikationen, und auf die gehen wir heute einmal ganz kurz ein. Das ist die Handtrip Tierlist für Juli 2021. Wir fangen natürlich an mit der Handtrip, die alle kennen, alle lieben und alle gerne spielen, und das ist Ash Blossom and Joy Spring. Die kommt zu gut. Es ist eine sehr solide Karte. Bei so einem breit gefächerten Meta, was wir aktuell haben, dazu habe ich, by the way, hier oben ein Video gemacht, zu der aktuellen Tierliste, dann ist sowas ganz hilfreich, eine Karte zu haben, die so ziemlich alles abdeckt, und das Ash Blossom auf jeden Fall prädestiniert dafür. Deshalb kommt Ash auf jeden Fall zu gut. Die nächste Karte wird euch vielleicht überraschen und hat mich auch überrascht, und das ist Haunted Mansion, und die kommt zu notwendig. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Es gibt aktuell so viele Decks, die in der aktuellen Meta vertreten sind, die diese Karte trifft, und zwar auch richtig hart trifft. Gegen Striker könnt ihr aufhalten, dass sie die Engage-Schütze auf die Hand bekommen. Die kann Epcolon aufhalten, die kann Nadir's Servant aufhalten, by the way. Nur so kleiner Funfact am Rande. Die ist gegen so viele Applikationen von Decks und Karten richtig, richtig gut. Die kann die Revolte von Tribegate aufhalten. Auf jeden Fall eine insanely powerful Karte fürs aktuelle Format. Nächste Karte, die kommt, glaube ich, für ihr Leben lang immer dahin. Sie hat eine Applikation, ist aktuell aber nicht wirklich gut spielbar, aber spielbar. Aber das Meta ist aktuell so weit gefächert, es macht da wirklich keinen Sinn, da eine von zu spielen oder drei, weil ihr da zu viele Tages hättet. Die nächste Karte ist Didi Crow. Die kommt sogar vor Ash Blossom, denn die hat extrem viele Applikationen. Die war gegen Drytron, als sie nur eine Ritualsphäre gespielt haben, richtig strong. Mittlerweile spielen die zwei, das heißt Ultimate ist zu banishen, oder Benton ist unglaublich gut. Gegen Tribegate macht sie nicht ganz so viel, muss man fairerweise sagen. Sie haben nicht, sind nicht gut gestartet. Aber gegen manche andere Decks, wie Invoked, ist sie richtig stark. Die Invocation aus dem Grave zu banishen. Oder auch gegen Striker, keine Ahnung, die Multirolle zu banishen aus dem Grave. Oder die Engage ist auch nicht verkehrt. Dann gibt es halt so Targets, die man einfach so banishen kann, die einen wirklich ein bisschen nerven. Sei es ein Prankits-Monster oder irgendwas in der Richtung, was halt zurückgeholt werden soll durch Dudu oder sowas in die Richtung. Also das ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Und auf jeden Fall considerbar im aktuellen Meta auch häufiger zu spielen. Die nächste Karte ist Red Reboot. Die kommt situationsabhängig. Die Karte ist halt nicht bad, aber sie ist halt auf 1, und wir haben aktuell nicht so viele Trap-Decks, die sich im Meta tummeln. Deswegen kommt das vor, aber ist jetzt nicht die beste Karte, die ihr spielen könnt. Dann haben wir Tragödia, wie immer. Yep, genau wie mit dir. Die beiden sind ein Paar, die heiraten bald. Und dann haben wir Droll and Lockbird. Was soll ich jetzt sagen? Droll and Lockbird kommt zu gut. Es ist nicht mehr necessary, denn Drytron ist in der Theorie das beste Deck. Gegen Drytron ist die Karte auch richtig gut, aber auch nur gegen Drytron. Gegen Invoked ist sie noch ganz okay, gegen Dinos kann die auch ganz okay sein, aber gegen die anderen Decks wie Prankits macht die halt nichts. Und ihr wollt keine Karten in eurem Main-Deck spielen, was gegen diese Decks nichts macht. Aber Draw Lockwood im Side-Deck auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall, denn die kann euch gegen diese Matchups unglaublich helfen, wenn die halt auftreten. Aber bis dahin auf jeden Fall zu gut. Solide Karte kann man auf jeden Fall spielen. Evenimatch kommt situativ. Die hilft euch gegen Tribegate Zodiac weiter. Cool. Die kann euch auch theoretisch gegen Prankits helfen, aber auch die hätten meistens nur auf einem Monster. Die kann auch gegen Striker ganz gut sein. Auch das ist eine ganz gute Applikation. Auf jeden Fall considern, mal irgendwo vielleicht zu spielen. Aber ich finde sie aktuell nicht so notwendig, dass man sie jetzt da irgendwie, weiß nicht, reinhums. Dann haben wir den verstoßenen Cousin von dem Rest hier, auch zu nutzlos logischerweise. Battlefader spielt halt niemand und sollte man auch nicht spielen, das ist einfach eine schlechte Karte. Die nächste Karte wird vielleicht überraschen vom Ranking her, und das ist Gamma. Die kommt zu okay, nicht weil die Karte schlecht ist, sondern in den Decks, wo sie spielen könnt, sollte diese spielen. Aber es gibt mittlerweile so viele Decks, die Normal sammeln und dann Effekte triggern, wo ihr Gamma einfach gar nicht benutzen könnt. Wenn ihr Go Second Deck spielt, spielt Gamma, gute Karte. Wenn ihr Go First Deck spielt, was direkt ein Monster aufs Feld klatscht, nicht so eine gute Idee. Denn dann werdet ihr Gamma einfach nie resolven, und dann ist eine tote Karte in eurer Hand, also nicht spielen. Das macht Gamma zu einer ganz okayen Karte, aber nicht für jedes Deck aktuell gut spielbar. Dann haben wir No Material, der langsam auch Stammgast hier unten. Genauso wie Honest, auch der hat sich langsam ein bisschen da unten eingegliedert, der wird öfter mal da unten vorkommen. Dann haben wir noch einmal Chaos Hunter,
Auch die kommt zu situationsabhängig. Sie ist nicht mehr so gut wie in den anderen Formaten davor, aber auch da war sie schon eher situativ, weil wir haben halt Lanze und Lanze ist einfach besser. Aber auf jeden Fall eine Karte, die man theoretisch spielen könnte, wenn man mehr Lanzen braucht, was halt aktuell nicht so der Fall sein wird, deswegen kommt sie dahin. Die Karte, die ich aktuell als extrem notwendig ansehe, ist Infinite Permanence. Ja, sie ist zurück, Infinite Permanence, Top Spot. Die ist gegen Drytron richtig stark. Sie beendet zwar nicht das Spiel, aber den auf den Fafnir zu werfen, gibt den quasi zwei Ritualbeschwörungen weniger, was ziemlich gut sein kann. Auch gegen Tribegate ist es immer noch ziemlich gut. Gegen Prankets macht es jetzt nicht wirklich so viel, aber ihr könnt damit den Butler theoretisch annullieren, also das ist auch da eine Applikation. Gegen Shadow and Vogue ist auch ganz gut, weil entweder den Make-up annullieren, Alistar oder halt die Winder, das ist halt auch nicht irrelevant. Gegen Dinos kann sie auch noch ein bisschen was machen. Aber das für mich Wichtigste an dieser Karte ist, die triggert halt TTT nicht. Und die wird aktuell auch wieder häufiger gespielt, weil wir aktuell viel mehr Handtrips im Format haben als noch das Format davor. Da waren es schon nicht wenig, aber jetzt gibt es halt so viele Handtrips im Format, dass TTT einfach immer häufiger gespielt werden wird. Und deshalb ist Impermanence ja ganz gut, weil die Karte einfach nicht triggern lässt, weil es halt eine Fallenkarte ist. Auf jeden Fall Bell und Impermanence nur wenige Karten aktuell. Dann haben wir Lanze. Die kommt so okay, die hat immer noch ein paar Applikationen. Vor der Banlist war sie halt essentiell notwendig. Aber nachdem Tribegate Zodiac einen kleinen Hit bekommen hat und es nicht mehr ganz so relevant ist und Dragon Link auch nicht mehr so relevant ist und Dinos halt auch gehittet wurde, sind da genau die Decks, wogegen Lanze halt richtig stark war, nicht mehr so oft vertreten. Deswegen kommt Lanze zu okay. Dann haben wir das Gallmeister, die kommt zu gut. Ähnlich wie Haunted Mansion, die trifft extrem viele Decks. Aber nicht so viele wie Ghostbell. Deswegen kommt der auch nur zu gut. Nur. Es ist aber eine sehr gute Karte, die ihr aktuell spielen könnt. Den kleinen Faktor, den ich halt bei mir gemacht habe, ist halt, dass Bell halt wirklich die Revolte stoppen kann und hat ihr Servant. Und das kann halt das Gallmeister nicht. Der kann theoretisch die App Cologne aufhalten, aber halt nicht hat ihr Servant selbst. Deswegen auf jeden Fall eine gute Karte, aber nicht essentiell notwendig. Situationsabhängig kommt hier die Karte rein, Mulet. Jetzt könnte man sagen, oh, die ist doch wie Impermanence, die negiert einen Effekt. Ja, aber auf nur auf Spezialbeschwörung. Und die aktuellen Karten, die wir negieren wollen, sind viele Normal Summons, wie von Ignista. Die wollen wir annullieren, dass sie nicht die ganzen Plays machen können. Da macht die nicht so viel. Wir wollen Flexibilität haben, zu entscheiden, ob wir das auf die Normal Summon schmeißen wollen oder auf den Special Summon. Deshalb ist die Karte situationsabhängig, weil es gibt zwei bessere Karten. Zu denen kommen wir gleich noch. Eine seht ihr schon. Die nächste Karte ist Nibiru. Nibiru kommt zu okay. Das ist eine gute Karte, auch gegen einige Decks gut spielbar. Nur ein guter Spieler wird um Nibiru fast immer rumspielen. Fast keiner spielt mehr in Nibiru rein. Das einzige Deck, was im aktuellen Meta wirklich immer in Nibiru reinspielt, ist halt Tribegate Zodiac. Und das auch nicht immer mittlerweile, weil die Tribegate Zodiac Combo halt nur noch drei Monster sammelt. Und ihr könnt theoretisch halt Go Second mit drei Monstern auf Zeus gehen, auf vier zusammen und dann ist Nibiru halt auch tot. Ne? Und ja, gegen Drytron ist sie ganz gut, wenn die halt overextenden, was auch dumm ist, aber das könnte halt vorkommen, aber deswegen ist sie ganz okay. Aber nur wenn das Skill vom jeweiligen Spieler des Gegners nicht ganz so hoch ist, deswegen halte ich sie jetzt auch nicht so als extrem valuable. Gegen Salamangre, by the way, ist sie insane. Nur so nebenbei. Dann haben wir Ghost Ogre, die kommt aktuell hier unten hin, reiht sich quasi neben der Nun hier ein. Es ist halt keine schlechte Karte, aber halt auch einfach keine gute Karte aktuell. Ihr könnt zwar damit ein paar Sachen aufhalten, aber die wart auch schon. Suravis kommt zu nutzlos, weil sie einfach nutzlos ist. Dann haben wir den D-Shifter, der kommt zu okay. Ich sag's immer wieder, D-Shifter ist die beste Headtrip, die wir haben. Aber es gibt so wenige Decks, wo wir die spielen können. D-Shifter werden wir im Flandelis-Format, wenn es denn so heißen wird, öfter sehen, denn die Karte können die Inherent gut spielen. Ist ähnlich wie Thunder Dragons, nur halt besser. Aber aktuell weniger Decks, deswegen wird sie nicht so oft erwartet, aber wenn sie kommt, ist sie halt böse. Deshalb kommt sie auch zu okay. Nicht oft gesehen, aber sehr gute Karte. Dann haben wir Phantasme, kommt auch zu okay. Kann für manche Decks applicable sein, aber der Impact, den sie hat, ist halt nicht ganz so groß. Das könnt ihr gut in Decks spielen, wo ihr viele verschiedene Handtraps spielt und die quasi noch oben drauf, damit ihr quasi immer die Ratio an Handtraps quasi zieht. Also könnt ihr auch quasi drei Phantasme spielen und den Rest der Handtraps auf zwei Karten. Und dann verschiedene Hände zu ziehen. Das ist halt keine schlechte Strategie, aber aktuell auch nicht so gut. Deswegen kommt sie auch zu okay. Typhoon. Genau. Dann haben wir eine Überraschung. Eine Überraschung. Das ist Effektwähler. Die kommt zu gut. Ähnlich wie Impermanence. Gute Applikation. Und das Schöne bei Wähler ist, wir brauchen dafür kein leeres Feld, um das machen zu können.
Das Schlechte bei Vader ist, ihr könnt es mit einer gegnerischen Mainface machen. Alles hier und da, aber Vader ist halt nicht Once Per Turn, das ist auch gut zu wissen. Dann haben wir noch einmal Contact Z. Kommt sie so unterwegs, ist eine ganz okaye Karte, wenn die Situation auftritt, ist sie halt manchmal auch sogar ein Game Winner, aber auch halt nur manchmal. Denn fast jedes Deck kann die mittlerweile irgendwie weglingen. Bei manchen Decks ist es ein bisschen schwierig, aber meistens kriegen die trotzdem eben vom Feld, deswegen gewinnt es halt keine Spiele. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Und die letzte Karte, die ich habe, ist der Cycle Reader. Die Karte kommt zu okay. Versteht mich nicht falsch, das ist eine extrem gute Karte. Das Problem ist halt nur, dass sie halt wirklich nur gegen Drytron gut ist. Denn es gibt aktuell nicht wirklich Lichtmonster im Meta außerhalb des Drytron Deck. Wenn ihr mal irgendwie einen Cyber Dragon oder Galaxy Player abbekommt, ja, dann habt ihr Glück gehabt. Aber eigentlich ist sie halt nicht so krank. Sie gewinnt gegen Drytron im richtigen Setup, im richtigen Moment, das Game, auf jeden Fall. Denn wenn ihr vom Gegner einen Drytron Monster im Friedhof habt und der Discarded Bandhand für Kosten und ihr da den Cycle Reader aufschmeißt, das ist ziemlich böse, denn hat ja kein Benton mehr und den Cycle Reader banish halt den Namen, dass sie das nicht auf dem Feld haben. Das ist halt wirklich ziemlich stark. Aber das ist eine Situation, die kommt halt vor, aber ist ja wirklich nur gegen das eine Deck halt gut. Und John Lockbird hat ein bisschen mehr Applikation. Wenn ihr wirklich Angst vor Drytron habt, ihr könnt das inhärent nicht stoppen. Spielt die Karte auf jeden Fall im Side Deck. Aber ansonsten ist es eine ganz okay Karte, die nicht essentiell notwendig ist, ne? Wollte ich damit gesagt haben. Das war's aber auch schon mit der Tierlist für Juli 2021. Wenn ihr das anders seht oder Sachen habt, die ich auf der Liste nicht drauf habe, schreibt es mir in die Kommentare, lasst dem Video auf jeden Fall mal ein Like da, damit ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Dann war's es für heute. Schönen Tag noch. Haut rein. Ciao, Leute.